Hallo, ich bin's mal wieder, eure Uli. Bei mir sieht's mal wieder aus, aber ich habe mir gedacht, ich nehme euch trotzdem mit. Ich habe schon viele Ausstanzungen jetzt gemacht und zwar geht es mir mal wieder um die, was heißt wieder, um diese Mohnblüten. Und die habe ich mir erst heute neu zugelegt. Also, was heißt, die sind mit der Post gekommen. Und jetzt habe ich gleich ein paar Ausschnitte gemacht und Diana Paper Dreams hat mich auch inspiriert, schon seit längerem. Die gehört auch auf, die habe ich auch abonniert und ich bin jetzt einfach angefixt irgendwie, diese Mondblüten, die machen mir es einfach an. Jedes Mal, wenn ich auf Pinterest bin, denke ich mir, das will ich doch jetzt auch haben. Und jetzt will ich euch einfach mal mitnehmen und gucken, was da draus wird. Also ich habe mir jetzt eine Slimline-Kabel zugeschnitten. 21 mal 21 bei 10,5 gefalzt. Und das aus dem Papier vom Action. Und das ist der Aquarellblock. Und jetzt weiß ich noch nicht, was ich für eine Farbe mache, aber antun tut es mir eigentlich diese Farbe. Und ich muss mal gucken, also wie ich da jetzt mein Potpourri da drauf mache, weil ich möchte das in ein Potpourri verwandeln oder zumindest ähnlich. So, jetzt habe ich aus dem Block, habe ich mir den obersten, zumindest ist bei mir ist der oberste, rausgenommen. Ich finde, das passt sehr gut. Kann nicht vorher sagen, was das für eine Farbe ist, aber es ist so zwischen Rot und Rosa, vielleicht so Altrosa, könnte man es sagen. Und da möchte ich jetzt aber was draufstempeln noch. Und zwar aus diesem Set hat man so vollflächige Stempel. Und da möchte ich es einfach mal diese Schüssel. Genau, einfach mal so ein bisschen. Vielleicht in Pflaume. Bin jetzt einfach mal am Ausprobieren. Ihr seht jetzt mal, wie oft schon gewünscht, wie ich mir beim Basteln was ausdenke. Wie sieht denn das aus? Komisch. Ist auch egal, das wird ja eh verdeckt. Komisch, was ist schon da passiert? So. Das muss ich mal abputzen. So.
dann nehme ich noch die Blätter. Wieder abputzen. Und dann nehme ich noch ein schmales Blatt. Oder diese Blüte. Jetzt bloß eine kleine. Und was haben wir noch? Das da könnte man vielleicht in Grau machen. Mal gucken, wie das rauskommt. Das passt, ne? Grau passt ja meistens zu Rosa. Halt, doch, stimmt. Das habe ich gerade gedacht. Ja, das ist jetzt das, wo man da so ein bisschen Struktur drin hat. Einfach nochmal drauf. So, und jetzt nehme ich noch ein paar Punkte. Das ist da auch in dem Paket drin. Machen wir auch in Grau. So, Quatsch. Mal gucken, was bei rauskommt. So. Wahrscheinlich habe ich jetzt nicht genug ausgeschnitten von dem Rosa. So.
Ja, wie vermutet, von dem Rosa habe ich jetzt nicht viel ausgeschnitten. Da haben wir ja noch das Transparent. Das möchte ich auch unterbringen. Ich muss mir nur ein paar Sachen ausschneiden oder ausstanzen. So, ich habe jetzt auch aus dem Block da mir das Rosa rausgesucht. Das ist jetzt nicht ganz, also das ist wirklich bloß eine Nuance anders. Aber das macht es ja manchmal gerade aus. Und mit dem möchte ich das jetzt alles ausschneiden. Und dazu nehme ich ja noch meine elektrische Stanzfee, heißt die, die ist von Ideen mit Herz. Schon fertig. Das ist schon aufgezogen. Da hat es mir jetzt zwei Stanzteile übereinander. So ist das halt manchmal, wenn man nicht aufpasst. So. Deswegen habe ich das eigentlich vorher schon alles erledigt haben wollen. Also ich füge das jetzt mir einfach mal so zusammen, weil ich denke, so könnte es passen. Ob es mir schließlich und endlich dann so gefällt, weiß ich immer nicht. Ich glaube, ich lasse sie nach oben gucken. Oder nee, gefällt mir nicht. Ich muss nach unten. Wenn man es so gegeneinander hat. So, und das ist das Kleinere. Und da braucht man jetzt das da dazwischen. Muss man erstmal so alles gucken, wie das aussieht. Vielleicht können die auch das da dazwischen rein tun. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Mal gucken, wie es mit der Karte aussieht denn. Ihr seht, ich habe noch nichts geklebt, noch überhaupt nichts gemacht. Jetzt weiß ich auch nicht, soll ich noch könnte noch so einschneiden. Einfach bloß das. Gefällt mir das nicht. So vielleicht.
Blätter. Vielleicht auch ein rosanes mal dazwischen. So, Und ungefähr so könnte es aussehen. Was meint ihr dazu? Klappt es gar nicht so schlecht. Und dann da vielleicht oder da mein Spruch hin oder ganz da unten noch, weiß ich dann nicht. Aber jetzt klebe ich einfach mal zusammen. Was auch nicht immer will, dass ich da dabei sei. Am besten, weil ich habe kein Schneidprogramm. Ich klebe das jetzt zusammen und dann seht ihr mich wieder. So, jetzt habe ich dieses Teil nochmal ausgestanzt. Das ist etwas, wo eigentlich nur, wie sagt man denn da so, wie ein Ausbrenner oder das hat keine Outlines, also keine, das schneidet nicht aus, das bleibt dann im weißen Papier drin, wenn ihr da eine Karte habt. Dann tut es das nur ausschneiden, also innen drin. So, da waren noch kleine Teile drin. Ich habe mir gedacht, das sieht doch da unten bestimmt auch nochmal nett aus. Richtig toll, ja, super. Was das ausmacht, gleich so Kleinigkeiten. So möchte ich es jetzt zusammenkleben. Am besten, ich mache mir ein Foto. Na komm schon. Mach ich mir jetzt schon ein Foto. So. Dann weiß ich, wie es zusammenpeppen muss. Wollt ihr mir da auch zugucken oder wollt ihr mir da zugucken? Weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das ist am besten, wenn ich euch auch wieder das Fertige zeige. Da wollt ihr einfach vorspulen.
So. Das kommt jetzt mal dort runter. Und das dann möchte ich das drin ein bisschen bearbeiten. Mit den Herzaufklebern vom Cool. So. Das tun wir auch ein bisschen bearbeiten. Dann könnte man das dann das war jetzt vorher nicht dran. Wenn man das in einer dunkleren Farbe ausschneidet, ausstanzt, dann hebt sich das auch besser ab, aber ich wollte es in der gleichen Farbe haben. So, und dann kommt hier, glaube ich, macht zuerst das rein. Und dann das da oben drüber. So. Oder? Das dann so war vielleicht. Oh. Okay, nur so. Machen wir zuerst das Blatt dann ein. Das da oben drüber. So.
Dann kommt das Weiße da oben an. Ihr könnt ja vorspulen, wenn euch das zu langweilig ist. Diese Auswahl steht ja immer zur Verfügung. Und das geht dann noch unten rein. Sieht doch gleich richtig toll aus. Schade mal. So sieht es jetzt aus. Und dann kommt jetzt noch mein Groß da unten drauf. Zum Geburtstag vielleicht oder so. Das suche ich mir jetzt gleich was aus. Ah, das fällt mir. Ne? Dann suche ich mir jetzt geschwind einen Spruch aus. So, ich habe jetzt einen Spruch gefunden und zwar nehme ich jetzt mal Gratulation. Das nehme ich eigentlich ganz selten. Warum, weiß ich auch nicht. Und das kleben wir mal ein bisschen schwungvoll auf, weil es ist auch eine schwungvolle Schrift. So. Schade mal so. Also ich finde sie gelungen. Richtig schön, ja. Gefällt mir sehr gut. So. Jetzt kommt mir das Innenleben drauf, das wisst ihr ja bei mir. Jetzt habe ich mir aus dem Karton nochmal das Innere ausgeschnitten. Das klebe ich jetzt gleich rein. So, und dann habe ich jetzt den Spruch Alles Liebe zum Geburtstag genommen.
So, und dann habe ich mir nochmal die Mondblüte, nur die Außenlinie. Ausgeschnitten, also ausgestanzt. Dann kommt das innen drin auch nochmal vor. Immer noch genug Platz. Das muss auch nicht weiß sein. Entweder ich mache selber was, ich hätte dann einen weißen Stift. Oft mache ich es auch so, dass ich den weißen Stift dann mitgebe zum Schreiben. Ich kriege ihn ja wieder zurück, sind ja alles Bekannte. Man könnte jetzt auch noch die da nachsetzen. Soll ich machen? Oh, jetzt habe ich kurz ein schwarzes Teil. Ne? Das gefällt mir sowieso nicht so arg. Nee, allein die Blüte gefällt mir besser. Ihr könnt mir ja schreiben, ob es euch besser gefallen hätte, wenn die auch drauf wäre. Auf jeden Fall ist so jetzt schön. Das gefällt mir. Und dann mache ich nur einen Briefumschlag dazu. So, ihr Lieben, jetzt habe ich die Karte voll, also den Umschlag voll fertig gemacht. Ich habe einfach nochmal das Rosane, dann das Transparent, da habe ich ja schon was parat gehabt. Dann habe ich mir nochmal von dem anderen Stempelset das Blatt genommen, habe es aufgestempelt, habe die Blüte drüber, herzlichen Glückwunsch drauf. Personalisieren kann ich es ja dann immer noch, wenn ich hier dann den Namen oder so draufschreibe. Oder so habe ich jetzt nur die Möglichkeit, es auch per Post wegzuschicken. Ja, das war's mal wieder. Ein Video von mir. Nach langer Zeit, aber ich war auch im Urlaub. Also schreibt mir doch mal, wie euch die Karte gefällt oder was euch nicht so gefällt. Egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Freue mich auf ein Like oder ein Abo und danke all denen, die mich schon abonniert haben und mir immer treu zusehen. Dankeschön und tschüss.